Ich glaub's nicht. Allison Day, ich folge dir auf TikTok. Kriege ich ein Foto? Ja, klar. Ich freue mich so sehr. Wow, das ist ja umwerfend. Und die Größe stimmt auch. Entschuldigen Sie, kann ich das bitte anprobieren? Ist deine Mama hier oder jemand, der das bezahlen kann? Nein, ich bin allein. Wieso? Ich verkaufe Luxusmode. Promis kaufen hier ein. Das Kleid kostet über 1000 Dollar. Dürfte etwas zu teuer für dich sein. Okay, das ist kein Problem. Ich will es trotzdem anprobieren. Nun, ich will wirklich nicht meine Zeit verschwenden. Guck bei Forever 21. Da ist es schön billig. Oh, hallo. Hi, ich habe nicht viel Zeit. Ich möchte ein besonderes Kleid, das wirklich auffällt, in Größe S. Ah, ich verstehe. Ich habe genau das Richtige für Sie. Es ist Teil unserer Luxuskollektion, aber ich sehe ja, dass das für Sie kein Problem ist. Oh, wow. Ja, das ist perfekt für mich. Ich kaufe es. Super. Wollen wir zur Kasse gehen? Klar. 3 Straßen weiter. Wie bitte? Da ist Forever 21. Da kannst du dir bestimmt etwas leisten. Ich wusste doch, dass sie hier ist. Wow, ich kann nicht glauben, dass du es bist. Können wir ein Foto machen? Ja, natürlich. Sie werden in diesem Kleid alle Blicke auf sich ziehen. Man wird sie für einen Promi halten. Ah, ja. Das ist genau, was ich erreichen will. Also, das macht dann insgesamt 1320 Dollar, okay? Oh ja. Hier ist meine Karte. Danke. Meine Freunde glauben mir das nie. Ich freue mich so sehr. Kein Problem. Sagt mal, woher wusstet ihr, dass ich hier sein würde? Ich weiß es durch Twitter. Guck mal. Alle wissen Bescheid. Es funktioniert nicht. Ich versuch's nochmal. Klappt es jetzt? Ich brauche echt dieses Kleid. Es funktioniert nicht. Haben Sie eine zweite Karte? Nein, ich habe nur die eine. Zahlen Sie doch sonst bar. Nebenan ist ein Bankautomat. Nein, ich habe das Geld gerade nicht. Deshalb wollte ich mit Kreditkarte zahlen. Könnten Sie mir sagen, wo die nächste Forever 21-Filiale ist? Sicher. Rechts die Straße runter. Ah, das ist ja wirklich Allison Day. Allison, kriege ich auch ein Foto? Allison. Wer will zuerst? Was ist denn hier los? Warum wollen alle Fotos mit ihr? Du weißt nicht, wer das ist? Das ist Allison Day. Sie hat 25 Millionen Follower auf TikTok. Sie ist also berühmt. Sie ist Multimillionärin. Wie kannst du nicht wissen, wer sie ist? Entschuldigung, Allison. Willst du das Kleid noch anprobieren? Oh, eigentlich nicht wirklich. Ich gehe besser zu Forever 21. Ich kann mir ja sonst nichts leisten. Oh mein Gott, das ist der Club. Mein Gott, Allison Day. Ich kann es nicht glauben. Können wir ein Foto machen? Ja, natürlich. Danke vielmals. Wow, die Schlange sieht sehr lang aus. Machst du Witze? Du bist Allison Day. Wir warten nicht in der Schlange. Komm schon. Hey Leute. Auf Twitter steht, dass heute Abend ein berühmter TikToker kommt. Wer? Was? Welcher Walker? Was? Davon habe ich gehört. TikToker.
Egal. Der Punkt ist, dass die VIP-Tische ausverkauft sind. Wir haben noch einen Tisch. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Heb den Tisch für jemanden auf, der Kohle hat, ja? Jemanden, der viel Geld hat, klar? Sicher. Entschuldigung, wir wollen so gern rein, bitte? Das ist die VIP-Schlange. Wenn ihr keinen Tisch habt, wartet ihr in der normalen Schlange. Oh, eigentlich wollen wir gerne ein. Sind noch welche frei? Bist du nicht ein bisschen zu jung für uns? Wir sind hier nicht bei Chuck E. Cheese. Man muss 21 sein, um reinzukommen. Ich bin 21. Heute ist mein Geburtstag. Ja. Ich weiß Bescheid über Kids wie euch. Ihr kommt in meinen Club, macht mir eine Menge Probleme und gebt nicht viel Geld aus. Warum? Na ja, weil ihr nicht viel Geld habt. Wir doch nicht. Versprochen. Gibt es noch freie Tische? Ich habe einen Tisch übrig, okay? Und ich werde ihn nicht jemandem geben, der aussieht, als bekäme er noch ein Taschengeld von seinen Eltern, okay? Ich werde ihn jemandem geben, der aussieht wie dieser Kerl. Alles klar, Mann. Mein Mann, hast du heute Abend Tische? Wir haben noch einen Tisch übrig und ich habe ihn für einen Big Spender aufgespart. Jemanden, der genauso aussieht wie Sie. Mein Mann, danke dir. In Ordnung, kommt rein. Ich habe gehört, dass heute Abend ein Influencer kommt. Der Laden wird voll sein. Läuft wie geschmiert. Alles klar, Kumpel, los geht's. Wie ich schon sagte, wartet in der normalen Schlange. Oder wie wäre es damit? Ihr könnt zu Chuck E. Cheese gehen. Dort gibt es sicher keine Schlange. Happy Birthday. So ein Idiot. Ernsthaft. Lass uns einfach gehen. Nein, du hast Geburtstag und wir sind schon hier. Außerdem muss ich mal auf die Toilette. Komm schon, wir gehen. Du hättest ihm sagen sollen, wer du bist. Ich hätte es gleich gesagt. Es ist okay. Vergiss es einfach. Wir sind jetzt drin. Es tut mir leid, aber du bist Allison, richtig? Wir sind Fans und wir wussten, dass du heute Abend hier bist. Können wir ein Foto mit dir machen? Natürlich. Dankeschön. Danke. Was meinst du, wenn du sagst, du hättest gehört, dass ich hier sein würde? Twitter ist voll davon. Okay, danke. Toll. Es steht auf Twitter, dass wir hier sind. Ich würde ihm am liebsten eine knallen. Denkst du etwa immer noch über ihn nach? Endlich, wir sind dran. Zur Toilette geht's da lang. Verzeihung, mein VIP muss hier dringend durch. Mein Mann, danke dir. Es tut mir leid, wir waren eigentlich zuerst hier. Du, schon wieder? Okay, hier, siehst du das? Das ist ein VIP-Armband. Hast du denn so eins? Nein, hast du nicht. Und das bedeutet, dass du in der Schlange warten musst, verstehst du? Eines Tages, wenn du nicht mehr auf Geld von Mami und Papi angewiesen bist, wirst du vielleicht ein eigenes haben. Boop. Sie sind als Nächster dran. Wir sehen uns in der VIP-Lounge. Mann, Mann, danke dir. Ich schulde dir was. Sorry. Entschuldigung. Ich hasse ihn. Im Ernst? Also gut. Meine Herren. Welches Fläschchen darf ich Ihnen als erstes bringen? Was ist denn euer teuerster Champagner? Das ist Ace of Spades. Und der kostet $1,000 pro Flasche. Aber ich bin sicher, dass Sie das verkraften können, ja? In Ordnung? In Ordnung. Den nehmen wir. Na gut. Was? Mach zwei. Yes, machen wir zwei. Das ist beeindruckend. Wow. Wie würden Sie denn gern bezahlen? Hey. Ach, komm schon. Wir zahlen mit der Karte hier. Mr. Amiri. Ja. Zwei Flaschen Ace of Spades für Mr. Amiri auf seine Karte. Ja, natürlich. Alles klar, meine Herren. Ich brauche wirklich einen Drink, aber die Bar ist so voll und ich will nicht wieder in der Schlange stehen. Ja, ich wünschte, wir hätten VIP. Schau, der Tisch ist leer. Ich frage mich, ob die Leute auftauchen. Lass uns rausfinden. Verzeihung, ist dieser Tisch frei? Sorry. Meine Freundin hier ist Allison Day. Und wenn Sie nicht wissen, wer sie ist... Stopp! Ja, ich weiß, wer sie ist. Und du gehörst definitiv in den VIP-Bereich. Kommt herein. Können wir schnell ein Foto machen? Mein Gott, meine Tochter ist ein großer Fan. Oh, das wird mich zum Vater des Jahres machen. Viel Spaß, meine Damen. Dankeschön. Super, ich sag doch, es funktioniert. Eine Sekunde. Warte mal, Entschuldigung. Was ist denn hier los? Das ist der VIP-Bereich, ihr dürft hier nicht sein. Hören Sie, wir wollen nur einen Tisch, okay? Können wir den bekommen? Ich will nur meinen Geburtstag feiern. Okay, also du kannst deinen Geburtstag nicht feiern, weil dieser Tisch nicht frei ist. Er ist von den Herren da drüben reserviert worden, siehst du?
Ja, ich weiß, es ist frustrierend, nicht alles zu bekommen, was man will, weil ihr so anspruchsvoll seid, ihr Gen Z, ist richtig. Nein, so ist es nicht. Okay, dann lasst es mich euch erklären. Ihr könnt nicht im VIP-Bereich sein. Habt ihr das denn irgendwann mal verstanden? Schaut, Mr. Amiri da drüben hat gerade 2 Flaschen Ace of Spades gekauft. Die haben wohl mehr gekostet als dein Auto. Also sage ich es euch noch einmal, ihr müsst meinen VIP-Bereich verlassen oder ich werfe euch aus meinem Club. Weißt du was? Du musst das nicht machen, weil wir diese Absteige verlassen. Großartig, schön. Genießt Chuck E. Cheese, wenn ihr es euch leisten könnt. Oh Mann, sieh da, komm schon her damit. Wir haben schon die Herzdame und hier kommt... Ace of Spades. Nein, bitte, 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 lassen Sie mich das für Sie tun. Mein Vergnügen. Okay. Dankeschön. Sorry, wir müssen dringend sprechen. Geben Sie mir eine Minute, bitte. Es tut mir so leid, dass es hier so chaotisch ist. Und anscheinend wird es später noch verrückter. Wir haben ein paar berühmte Klick-Klocker, Wick-Wocker. TikToker. Und wir müssen wirklich dringend reden. Geben Sie mir eine Minute, bitte. Wow. Also, Mr. Amiri, erzählen Sie mir von sich. Sagen Sie, was für eine Art von Geschäft betreiben Sie? Irgendwas mit in der Innenstadt. Bitte sehr, meine Herren. Halt! Geben Sie ihm das nicht. Los. Entschuldigung, meine Herren. Was willst du denn? Seine Kreditkarte wurde geblockt. Was soll das heißen, die Karte wurde geblockt? Sie ist gestohlen worden. Okay. Okay, das ist ein Irrtum. Die Karte ist nicht gestohlen. Mr. Amiri ist ein sehr netter Mann. Er sagte mir gerade, dass er Geschäftsmann ist. Er hat einen dreiteiligen Anzug, okay? Ich kümmere mich darum, keine Sorge. Sie sind weg. Sieht aus, als hätten Sie kein Geld gehabt. Okay, dann holen wir Sie. Hör auf zu telefonieren, Glatzkopf. Was für ein Reinfall. Es tut mir leid, dass der Penner alles ruiniert hat. Schon okay. Mach dir darüber keine Sorgen. Das war komisch. Entschuldigung, Allison? Entschuldigung, können wir ein Foto machen? Ja, sicher. Hey, Allison. Hey, kriegen wir auch ein Foto? Ich auch. Kann ich ein Foto machen? Wer will zuerst? Ich kann nicht glauben, dass die entkommen sind. Ist alles in Ordnung, Boss? Nein! Diese 2 Typen am letzten VIP-Tisch, das sind Betrüger. Würdest du sie bitte mal holen? Was ist denn hier los? Warum hängt jeder mit diesen beiden Mädchen ab? Das ist Scherz, oder? Das ist Allison Day. Sie hat 80 Millionen Follower auf TikTok. Ja, es ist eine Multimillionärin. Moment mal. Das ist die Internet-Sensation. Das ist die, die so viele Follower... Ach. Allison, hi, hör zu. Lustigerweise ist gerade ein Tisch im VIP-Bereich frei geworden und ich würde ihn dir sehr gerne anbieten. Danke, aber nein, danke. Wir werden zu Chuck E. Cheese gehen. Ich denke, die haben Tische, die ich mir leisten kann. Wollt ihr alle mit uns kommen? Ja! Nein, nein, nicht, Allison, komm schon, das war ein Scherz. Allison, das war ein Scherz. Wartet, folgt ihr nicht, kommt schon, wartet, Leute, kommt zurück, bleibt. Wo gehen denn alle hin? Okay, irgendwelche Anrufe? Nein, sorry, Daisy. Ach, das Telefon hat früher den ganzen Tag geklingelt. Jetzt steht es seit Wochen still. Ein Anruf. Hallo und herzlich willkommen bei Daisys Design Service. Welchen Zinssatz ich auf meiner Hypothek habe? Ah, schon wieder Werbung. Schon wieder. Daisy? Ja? Sorry, ich weiß, es ist nicht der beste Zeitpunkt, aber der Vermieter war hier und meinte, wir sind 30 Tage im Verzug. Was? Oh, großartig. Bei diesen Zinsen werden wir unsere Tür nicht mehr lange offen halten können. Keine Sorge, Daisy. Die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Marketingstrategie entwickelt. Nein, bitte, sag's also, mir nicht. Also, wir müssen die Dinge auf die altmodische Art machen. Lass uns eine ganze Seite in der Zeitung kaufen. Babette, niemand liest mehr Zeitungen.
Und das würde uns wahrscheinlich den letzten Penny kosten, den wir haben. Hör mal, Babette. Ich weiß, du bist schon lange fürs Marketing zuständig. Und ich weiß, alles zu schätzen. Aber wir sollten mal etwas Neues ausprobieren. Wir müssen dem Trend folgen. Und deshalb habe ich beschlossen, Alessa Denk einzustellen. Als Berater im Marketing. Was? Alessa Denk? Sie ist die Königin von TikTok. Hallo zusammen. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute hier sein darf. Oh, bitte sag mir, dass das ein Scherz ist. Wie soll ein 15-jähriges Schulmädchen Tok-Tik-Star unsere Probleme lösen? Oh, ich bin schon 20. Und ich habe eigentlich schon eine Menge Erfahrung im Marketing. Du hast Erfahrung? Schätzchen, du bist noch ein Kind. Du hast doch gerade erst gelernt, dir die Schuhe zu binden. Ich dagegen habe über 20 Jahre Erfahrungen im Marketing. Das ist, was wir brauchen, nicht irgendein Kind. Babette, wie kannst du das zu ihr sagen? Was? Ich sage nur die Wahrheit. Alt ist gut, vergiss das nicht. Wir brauchen eine ganze Seite in der Zeitung. Alessa, was gerade passiert ist, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Ignoriere sie einfach. Ich werde später mit ihr reden, okay? Schon okay. Ich muss mich die ganze Zeit für mein Alter rechtfertigen. Das bin ich gewohnt. Oh, eine Sekunde. Mist. Da muss ich rangehen. Einen Augenblick. Valerie, würdest du Alessa mal herumführen? Im Ernst? Gerne doch. Dankeschön. Ja, hier ist Desiree. Komm schon, Alessa, folgen Sie mir. Sorry, ich habe noch nie jemanden mit so vielen Followern getroffen. Wie nett. Also, wer war das? Sie wissen schon, die Alt-ist-gut-Dame. Oh mein Gott, das ist Babette. Sie hatte mal ganz gute Ideen, aber sie hat noch nicht verstanden, dass Marketing sich verändert hat. Sie denkt, dass wir immer noch in den 90ern leben. Das muss der Grund sein, warum das Telefon hier nicht mehr klingelt. Okay. Also, wie führen wir die Leute zu Desis Designs? Diese Dekorationen, sie sind so süß. Was, wenn wir... Was machst du da? Guck mal, komm her. Komm, ich zeig dir eine Design-Transformation. Also, ich fange mit dem leeren Schreibtisch an, dann füge ich eine Dekoration nach der anderen hinzu. Kannst du ein Video davon machen? Oh, ich verstehe, so etwas wie ein Zeitraffer des Designprozesses? Genau. Und dann poste ich auf TikTok und erkläre den Leuten, dass Desis Design Services helfen kann, so etwas für sie zu machen. Wow, ich liebe die Idee. Was ist denn hier los? Wir stellen ein TikTok. Hier. Sehen Sie sich das an. Ziemlich cool, oder? Wirklich? Das ist deine große Idee? Und dann... Tada! Werden die Telefone wieder magisch anfangen zu klingeln. Ja, das sollten sie, nachdem ich sie getaggt habe. Was ist Ihr TikTok? Wir haben tatsächlich keins. Was? Wirklich? Nun, das ist das Erste, was wir tun müssen. Ich mach nein, das mal. Nein, nein, nein. Wir werden unser Geld dafür nicht verschwenden. Oh, das kostet nichts. Es ist gratis. Das spielt keine Rolle. Hör zu, Kind. Und wenn ich es nach 20 Jahren Marketing nicht schaffe, dann schaffst du es auch nicht. Du verschwendest deine Zeit. Ich kann nicht glauben, dass sie so mit dir geredet hat. Es tut mir so leid.
Schon okay. Es ist nicht ihre Schuld. Lass dich nicht entmutigen. Lass uns einfach weitermachen. Also, ich glaube, ich werde gehen. Bist du dir sicher? Ich fühle mich wirklich schlecht. Alyssa, wo wollen Sie denn hin? Tut mir leid, aber ich glaube, ich gehöre nicht hierher. Was? Babette mag mich nicht. Oh mein Gott, was hat sie zu Ihnen gesagt? Bitte, sagen Sie es. Ich habe ihr nur die Wahrheit gesagt, dass ihre alberne Idee niemals funktioniert. Welche Idee? Sie wollte ein albernes Video von einem Schreibtisch machen und dann irgendwas taggen oder so, ich weiß nicht. Es war nicht albern, es war wirklich gut. Ich habe versucht, ein TikTok zu erstellen, um den Designprozess zu verdeutlichen. Damit wollte ich Besucher auf die Webseite leiten und die Kunden zum Checkout bewegen, was wiederum dazu führt, dass ihre Telefone klingeln. Sie sehen also, ich weiß ein oder zwei Dinge über Marketing. Das klingt nach einer tollen Idee. Warum versuchen wir es nicht? Weil es niemals funktionieren wird. Das ist nicht unser Arbeitsstil hier. Wir machen Marketing auf traditionelle Weise und lassen uns nicht von irgendeinem Kind beraten. Mein Gott. Alt ist gut. Vergiss das nicht. Weißt du eigentlich, was die Definition von Wahnsinn ist? Es ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn sie weiterhin so vermarkten, wird sich nie etwas ändern. Alt ist nicht immer gut. Manchmal muss man etwas Neues probieren. Ha! Glaubst du jemand mit einem MBA in Marketing? Jemand, der über 20 Jahre Erfahrung hat oder einem Kind, das gerade einmal die Schule abgeschlossen hat? Alyssa, glaubst du wirklich, dass deine Idee funktioniert? Ja, das tue ich. Also gut, wir werden Folgendes tun. Wir probieren Alyssas Idee aus. Und wenn sie nicht funktioniert, dann kaufen wir eine ganzseitige Anzeige in der Zeitung. Na gut. Das sollte nicht lang dauern. Babette geht, während Alyssa entschlossen ist, ihre Strategie zu prüfen. Alyssa und Valerie widmen sich wieder ihrer Idee und arbeiten an einem Schreibtischdesign. Als sie mit der Aufnahme fertig sind, schneidet Alyssa das Video und postet es auf TikTok. Ich muss nur noch die Caption schreiben. Sehen Sie sich Desis Designs an. Link in Bio. Okay, ich werde in 3, 2, 1 gepostet. Das war so gut. Großartig. Gute Arbeit. Wow, das sah wirklich süß aus. Ich fand's toll. Danke. Ich höre keine Telefone klingeln. Oh, so funktioniert das nicht. Das braucht etwas mehr Zeit. Mhm. Das klingt wie eine Ausrede für mich. Das Telefon, es klingelt. Hallo? Danke für Ihren Anruf bei Desi Design. Wie kann ich Ihnen helfen? Ob ich mit meiner Matratze zufrieden bin? Ach. Wer ist das? Oh. Wieder Werbung. Das könnte nicht peinlicher für dich sein. Ich sagte doch, dass deine Idee nie funktionieren würde. Das war eine Zeitverschwendung. Vertrauen Sie mir einfach, okay? Es braucht ein bisschen Zeit. Dir vertrauen? Wir werden nicht irgendeinem Kind ohne Erfahrung vertrauen. Es war ein großer Fehler, sie einzustellen. Alyssa! Alyssa, bitte gehen Sie nicht! Ach. Du hättest sie nicht so behandeln dürfen. Gut, dass wir sie los sind. Sie hatte keine Ahnung von Marketing.
Jetzt lasst uns die Zeitungsanzeigen erstellen. Ich will keine Zeit verschwenden. Lasst uns loslegen. Hallo, Daisy Designs? Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben das Video auf TikTok gesehen? Sie brauchen Hilfe, Ihr Büro zu designen? Ja. Ja, absolut. Endlich! Ein Kunde! Hallo, Daisy's Design Services. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, das TikTok-Video. Ja, wir können Ihnen auf jeden Fall damit helfen. Nein, also eigentlich... Oh, was zum Teufel ist denn hier nur los? Hallo? Ja. Das Telefon klingelt ununterbrochen. Es hat funktioniert. Alessas Idee hat funktioniert. Sie hat recht. Ich fasse es nicht. Wir sind wieder im Geschäft. Wir sind zurück. Ah. Daisy's Design? Oh, das ist die gleiche Gegend. Hier ist Desiree. Das ist perfekt. Absolut richtig. Alessa? Kann ich kurz mit dir reden? Was gibt's denn? Also, ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut, wie ich dich behandelt habe. Ich schätze, ich hatte einfach Angst davor, meinen Job zu verlieren. Oder von jemand Jüngerem ersetzt zu werden. Ja, ich schätze, das kann ich verstehen. Du hattest recht. Weißt du, deine Idee hat funktioniert. Die Telefone klingeln permanent. Das ist großartig. Ich freue mich für euch. Danke. Für die Rettung unserer Firma. Und ironischerweise, mein Job. Nicht zu danken. Machen wir noch ein TikTok? Ja, natürlich. lass uns das austauschen. Ja. Oh ja, das ist gut. Ja. Was ist hier denn los? Oh, wir nehmen einen TikTok auf. Ach, echt? Mhm. Ein TikTok? Du? Okay. Wo ist Babette? Und was hast du mit ihr gemacht? Oh, pff. Echt, was ist mit der Werbung in den Zeitungen passiert? Nun, ich habe kürzlich etwas gelernt. Alt ist nicht immer gut. Manchmal muss Neues ausprobiert werden.